Insbesondere nach starker Gewichtsabnahme kommt es zu schlaffen Oberarmen. Im Winter kann man diese unter weiten Pullovern verstecken. Jedoch tritt das ästhetische Problem mit den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings aus jedem T-Shirt wieder hervor. Nutze den Winter, um etwas dafür zu tun, den hängenden Oberarmen vorzubeugen. Schlaffe Oberarme entstehen durch zwei verschiedene Ursachen. Zum einen, weil unser Bindegewebe mit den Jahren im Alter immer mehr an Stabilität verliert und dadurch die Haut an Oberschenkeln, Oberarmen und am Bauch anfängt, schlaff der Schwerkraft nach unten zu folgen. Zum anderen, wenn durch große Gewichtsreduktion plötzlich zu viel Haut übrig geblieben ist. Den Überschuss an Haut nach einer großen Gewichtsreduktion kannst du weder durch Cremes noch Massage abbauen. Er kann nur durch eine Operation entfernt werden, etwa wie die bekannte Fettschürze, die sich am Bauch bildet, wenn extrem viele Kilos gepurzelt sind. Du kannst aber die schlaffe Haut mit Muskeln unterfüttern. Damit spannt sie sich wieder und die zusätzliche Muskelmasse sorgt für einen erhöhten Grundumsatz bei dir. Gezieltes Muskeltraining für die Oberarme hilft, die schlaff hängende Haut mit Muskeln zu füllen und somit auch noch zusätzlich Kalorien zu verbrennen. Und das dauerhaft, denn durch die aufgebaute Muskelmasse erhöht sich dein Grundumsatz und du verbrennst mit jeder Bewegung der Arme mehr Kalorien als vorher. Unsere Oberarme bestehen aus zwei starken Muskeln, dem Bizeps und dem Trizeps, die gezielt trainiert werden können. Dazu brauchst du nicht einmal ein Fitnessstudio. Es gibt einfache Übungen, die du gut in den Alltag einbauen kannst. Bilde dir aus den genannten Übungen deine persönliche kleine Trainingseinheit, die du jeden Tag mindestens einmal, am besten jedoch zweimal machst. Ideal wäre, morgens und abends dir kurz dafür Zeit zu nehmen. Vielleicht hast du ja Musik auf deinem MP3-Player, mit der die Übungen im Rhythmus richtig Spaß machen. Wenn du keine Hanteln hast, kannst du auch Wasserflaschen in verschiedenen Abmessungen nutzen. Zum Anfang eignen sich 0,5 L Flaschen aus Plastik. Bist du gut trainiert, gehen auch 1,5 L oder 2 L Wasserflaschen. Letztere sind dann aber so schwer zu greifen, dass du vielleicht doch in Hanteln investierst. Zur Sicherheit fülle die Wasserflaschen, wenn du magst, mit Sand, zum Beispiel Vogelsand. So kann nichts passieren, wenn die Flaschen einmal auf den Boden fallen. Eine gute Übung ist, die Arme seitlich hängen zu lassen und dann langsam und gestreckt bis in die Waagrechte zu heben. Du solltest dann ein T bilden, bei dem du mit den Beinen hüftbreit stehst. Halte die Position kurz und wiederhole das 30x. Die Liegestütze ist eine Übung, die viele Muskelgruppen gleichzeitig und höchst effektiv trainiert, ohne zusätzliches Equipment nötig zu machen. Quasi ein Workout im Kleinen. Der Trizeps sitzt auf der Rückseite deines Oberarms, also dort, wo die Haut am Oberarm gerne beginnt zu hängen, und ist der Gegenspieler des an der Vorderseite des Oberarms liegenden Bizeps. Beide Muskeln sollten trainiert werden, um ein Gleichgewicht zu erreichen. Allerdings wird der Trizeps oft vernachlässigt, weil er weniger wichtig zur Erreichung gewisser Schönheitsideale ist. Beim Liegestütz wird besonders der Trizeps trainiert. Die eine Übung arbeitet mit Druck, die andere mit Zug. Führe sie im Wechsel aus und trainiere damit deine Muskulatur. Die erste Übung, das Beten, funktioniert so: Dazu lege beide Handinnenflächen vor deiner Brust gegeneinander. Hebe die Ellenbogen waagrecht an und drücke nun mit beiden Armen gleichzeitig gegen die Handflächen. Den Druck kurz halten, dann wieder lösen und die Übung insgesamt 10x wiederholen.
Die zweite Übung ähnelt dem Fingerhakeln und wird wie folgt durchgeführt. Verhakele alle Finger deiner beiden Hände miteinander vor deiner Brust. Hebe wieder die Ellenbogen nach außen und halte sie waagrecht. Ziehe nun mit aller Kraft an deinen Fingern nach außen. Versuche, die Ellenbogen so weit wie möglich nach außen zu ziehen. Kurz halten und dann 10x wiederholen. Kraulen ist die effektivste Art des Schwimmens. Um die Muskulatur an deinen Oberarmen zu trainieren und dadurch die Oberarme zu straffen. Wassersport ist grundsätzlich die beste Sportart, um gleichzeitig die Muskeln zu trainieren, den Kreislauf anzuregen und Fett zu verbrennen. Denn das Wasser im Schwimmbad hat immer eine Temperatur, die unter deiner Körpertemperatur liegt. Dadurch entsteht ein Wärmeverlust über eine große Körperoberfläche, der dein Fett zusätzlich zur Bewegung schmelzen lässt. Wassergymnastik und anderer Wassersport ist darüber hinaus auch sehr gelenkschonend und gerade übergewichtige und ältere Menschen mit Gelenkproblemen können so schmerzfrei Sport treiben.